Phosphor kann man auch im Verhältnis 5 zu 3 nehmen. Mhm. Auf jeden Fall Anfang Blütephase so richtig einmal Stickstoff runter, Phosphor rauf, dann machen die Blüten so plopp. Es gibt auch so Düngerbrände, das sind dann so kleine Flecken in den Blättern oder auch Verfärbungen am Stängel, die darauf hindeuten können. Dafür sorgt, dass die Zellwände dicker, stabiler werden. Das heißt, wir kriegen eine bessere Haptik und diesen Klonk-Kalibat. Das ist meiner Meinung nach eine viel spannendere Geschichte. Ordentlich vorbeugen, sodass man gar nicht erst Probleme kriegt, statt dann gegen die Probleme anzukämpfen. Wenn man die beiden Sachen gemacht hat, dann hat man gerade als Anfänger definitiv alles gemacht, worum man sich da kümmern kann. Man kann dann herzlich willkommen zu Weedland. Mein Name ist Marc. Heute ist das zweite Video in Sachen Grow Guide für drei Pflanzen. Und im heutigen Thema sprechen wir über richtig gießen, richtig düngen, was für Erde verwenden wir. Und ich habe mir, falls ihr das letzte Video verpasst habt, im letzten Video haben wir mit Jöran Kortmann über Lichtbeleuchtung gesprochen. Falls euch das interessiert, würde ich einmal das Video unten in die Beschreibung verlinken. Ihr könnt heute auch am Gewinnspiel teilnehmen. Und zwar verlosen wir heute eine GC Pure für euren ersten Grow und ein Starter-Set Messgeräte. Was genau für Messgeräte? Darüber werden wir im Laufe des Videos sprechen. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach einmal unten abonnieren und einen Kommentar schreiben mit der Aufschrift: Ich will eine GC Pure. Alles klar. Hallo Jöran, danke nochmal für die Einladung bei dir hier im Grow Shop. Und heute werden wir ein ganz wichtiges Thema besprechen. Es ist wahrscheinlich einer der häufigsten Fehler beim Grow ist natürlich Düngen und Gießen. Das ist also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich möchte hier erstmal fragen, wir haben ja verschiedene Erden, die verkauft werden. Also wir haben Kokos, Lightmix. Erstmal sollte man vielleicht erstmal wissen, für was die zuständig sind und was für Vorteile und Nachteile die haben. Also ich fange jetzt erstmal an mit wahrscheinlich deinem Lieblingssubstrat, Kokos Premium. Kannst du uns was zu Kokos Premium erzählen? Was ist da alles drin? Letztendlich, das, egal welches Substrat, egal über welches Substrat wir reden, man muss ja jetzt erstmal begreifen, dass die Aufgabe eines Substrates bei der Pflanzenkultur ja daran besteht, den Wurzeln Halt zu geben und Wasser für die Wurzeln zu speichern und einfach der Pflanze etwas zu geben, wo sie ihre Wurzeln reinschlagen kann. Und von allen Substraten, die zur Verfügung stehen, sind die Sachen, die als Erde verkauft werden, das ist ja im Grunde Torf, ne? Die einzigen Substrate, wo zusätzlich noch Nährstoffe drin sind. Alle anderen Substrate, das ist wirklich nur in Anführungsstrichen ein Haltemedium für Wurzeln, wo aber keine Nährstoffe drin sind. So, und wenn wir jetzt über Kokos sprechen wollen, da ist Kokos halt sehr ähnlich wie Torf. Torf sind auch organische Fasern und genau wie Kokos halt, das ist auch eine organische Faser. Und die verschiedenen Kokoprodukte, die man so kaufen kann, ist im Grunde ein Abfallprodukt der Kokosindustrie. Also das wird nicht hergestellt, um daraus Pflanzenkultursubstrate zu machen, sondern da geht es darum, eben, na, wenn du deine Süßigkeiten kaufen willst und da sind Kokosflocken drin oder willst einen Kokoskuchen backen, dann Kokosmilch trinken, dafür werden Kokosnüsse kultiviert in Ländern wie Indien und was weiß ich nicht alles. Und dabei fällt sehr, sehr, sehr viel von diesem Zeug an. Das ist einmal die dicke, faserige Schale um die eigentliche Nuss herum. Und dann hast du ja auch noch die harte Nussschale, das praktisch wie so ein Holz ist. Und die wird dann geschreddert und klein gemacht. Und dann hast du Kokosfaser, Kokosplit und verschiedene andere Produkte, die dann dabei rumkommen. Und je nachdem, was genau du von deinem Kultursubstrat erwartest, mischst du das dann in verschiedenen Verhältnissen zusammen.
Und für unsere Lieblingspflanze gibt es da auch ein bestimmtes perfektes Verhältnis. Dann hast du halt so und so viel Anteil von langen Fasern, also die äußeren Fasern, so und so hohen Anteil von inneren, kürzeren, weicheren Fasern und noch einen gewissen Anteil von Split. Und wenn du das dann alles zusammenmixst, dann hast du ein schüttfähiges Kultursubstrat, was sich anfühlt und was sich verhält wie das, was die meisten Menschen als Erde kennen. Oh, da kannst du dann Pflanze reinsetzen, Wasser drauf tun, funktioniert. Und was ist dann der Unterschied oder was ist dann Lightmix genau? Lightmix ist eine Mischung aus Kokos, da ist auch Kokos drin, Perlite. Perlite ist ein künstlich hergestelltes Vulkangestein und Torf. Und Torf ist halt ein Moor, das abgebaggert wird und je nachdem, wie tief man in dieses Moor gräbt, kann man verschiedene Qualitäten von Torf daraus ziehen. Weißtorf ist besser als Schwarztorf und je nachdem, wie hoch der Weißtorfanteil dann ist, kannst du Rückschlüsse darauf ziehen, wie gut die Erde ist. Und das wird dann halt in auch wieder bestimmten Verhältnissen zusammengemischt. Du hast dann irgendwie 40% Weißtorf, nochmal 50% Schwarztorf, ein bisschen Koko, ein bisschen Perlite. Und dann wird da noch in der Regel Dünger zugesetzt. Und je nachdem, wie viel Dünger, haben wir dann entweder einen Light-Mix oder einen Grow-Mix oder einen All-Mix oder einen was weiß ich wie Mix. Da ist tatsächlich im Wesentlichen die Menge und die Art des zugesetzten Düngers entscheidend. Alles andere bleibt bei den verschiedenen Mischungen tatsächlich gleich. Die Mischungen, also Lightmix, Growmix und Allmix, unterscheiden sich nur darin, dass sie einfach mehr oder weniger Dünger enthalten und dadurch den Pflanzen mehr oder weniger lange alle Nährstoffe zur Verfügung stellt. Das heißt zum Beispiel ein Lightmix ist für 3 Wochen ungefähr vorgedüngt, oder? Nee, behauptet der Hersteller. Und wenn ihr euch das letzte Video angeguckt habt, da habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich erkläre es lieber etwas ausführlicher, statt irgendwie den Eindruck zu vermitteln, dass es eine einfache Antwort gäbe, weil die gibt es bei Gärtnern nicht. Gärtnern ist keine präzise Wissenschaft. Wenn wir über Mathematik oder sogar über Physik reden, dann kann ich ganz genaue Antworten sagen. Lichtgeschwindigkeit ist genau so. Und Zerfallsrate von bestimmten Atomen ist genau so. Es gibt halt beim Gärtnern keine präzisen Antworten. Und deswegen kann ein Hersteller dir auch nicht sagen, der Lightmix ist für 3 Wochen vorgedüngt. Ich meine, wenn ich so eine große Pflanze in so einen kleinen Topf stelle und den dann mit Lightmix voll mache, das reicht keine 3 Wochen. Das reicht wahrscheinlich nicht mal 6 Tage. Dann ist der Nährstoffvorrat, der in dieser Erde drin war, von dieser Riesenpflanze weggelutscht worden. Wenn ich aber andererseits so kleinen Steckling in 30 Liter Kübel haue und da Lightmix reintue, das reicht für 3 Monate. Muss ich wahrscheinlich nie wieder irgendeinen Dünger zugeben. Und das erschließt sich eigentlich, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, relativ schnell. In einem Liter Erde ist eine bestimmte Menge Dünger und je nachdem, wie groß die Pflanze ist und auch je nachdem, wie schnell die Pflanze wächst, reicht das dann halt mehr oder weniger lange. Das heißt zum Beispiel auch, wenn ich die Pflanze richtig gut beleuchte und sie dann richtig viel Energie über das Licht kriegt, um Wachstum voranzutreiben, dann ist der Dünger schneller zu Ende. Und wenn die Pflanze halt nicht so gut beleuchtet wird und ein bisschen kränkelt, dann reicht der Dünger länger, weil sie wächst halt nicht so gut. Von daher, das, was die Hersteller da angeben, das sind so grobe Richtwerte. Der Hersteller geht immer davon aus, dass du so eine bestimmte Topfgröße hast und so eine bestimmte Pflanzengröße. Da kann man sich dann wahrscheinlich auch so ganz grob dann orientieren. Aber ich finde, es ist schon wichtig, den Leuten klarzumachen, dass das wirklich nur Richtwerte sind. Und wenn deine Pflanze halt schon in der 2. Woche Mangelerscheinungen zeigt, dann glaub deiner Pflanze. Also du kannst nicht ein gelbes Blatt entdecken und dann dir sagen, ach nö, wir sind erst in Woche 2 und meine Erde sollte aber mindestens 3 Wochen Nährstoffe haben, dann kümmere ich mich da nicht drum. Wenn die Pflanze Mangel hat, hat die Pflanze einen Mangel und dann musst du da was gegen tun. Das heißt, du musst immer auf die Pflanze hören und dich nicht auf die, auch bei den Düngenschemen
nicht auf die Düngeschema verlassen, sondern immer Beobachtungen führen über deine Pflanze. Deine Pflanze spricht mit dir und sagt dir genau, was sie braucht. Definitiv. Und so kann man auch dann in Zukunft, also da über das Thema werden wir später noch ein bisschen ansprechen, was Nährstoffmangel und so weiter. Aber das heißt, Lightmix wäre jetzt so ungefähr grob geschätzt für 2 Wochen, sagt der Hersteller. Wie ist es bei Growmix? Wenn wir einen Growmix von einem bestimmten Hersteller haben, ich habe mal nachgeguckt, das steht ja hinten im Kleingedruckten immer genau drauf, was für Dünger da drin ist und auch was für einen EC-Wert das Medium dann haben sollte. Growmix sollte ungefähr 50% länger reichen. Also das heißt, wenn Lightmix in einer bestimmten Topfgröße und bei einer bestimmten Pflanzengröße für 4 Wochen hält, dann reicht bei gleichen Bedingungen der Growmix für 6 Wochen. Und das ist ganz grob so. Lightmix ist wirklich ganz schwach vorgedüngt, mit mineralischen Düngern übrigens. Growmix ist stärker vorgedüngt, auch mit mineralischen Düngern. Allmix ist richtig stark vorgedüngt mit mineralischen Düngern. Dann gibt es noch bei einigen Herstellern solche Geschichten wie Royal Mix oder Bio Mix und so weiter. Buttmix. Buttmix, das sind dann häufig Mischungen, die ähnlich stark vorgedüngt sind, aber dann mit organischen Düngern. Also da kann man sozusagen Bio-Mischungen stark vorgedüngt kaufen. Mhm. Und was du gerade schon angesprochen hast, Badmix, der ist dann vorgedüngt mit Fledermaus-Guano und Blüteoptimiert. Das heißt, Fledermaus-Guano enthält hauptsächlich Phosphor und weniger Stickstoff. Und Phosphor ist halt das, was die Pflanze für ordentliche Blüten braucht. Und deswegen ist das sozusagen eine blütenoptimierte, stark vorgedüngte Erde. Jetzt hast du gerade schon gesagt, den EC-Wert. Hm? Ja, viele Zuschauer, die jetzt neu dabei sind, die wissen ja gar nicht, was ist ein EC-Wert? EC steht für Electric Conductivity und ist schlichtweg die elektrische Leitfähigkeit des Wassers. Und wie du ja wahrscheinlich weißt, Salzwasser leitet Strom sehr gut. Destilliertes Wasser leitet Strom gar nicht. Ist ein Isolator. Und das liegt daran, dass es halt nicht das Wasser ist, das den Strom leitet, sondern die im Wasser gelösten Salze und Mineralien. Und Dünger liegt immer als Mineralien vor. Das heißt, je mehr Dünger ich in mein Wasser tue, desto besser leitet das Wasser den Strom. Und ein EC-Wert-Messgerät ist im Grunde eine ganz simple Konstruktion. Da gibt es eine Anode, da gibt es eine Kathode und dann wird Strom losgeschickt und auf der anderen Seite wird gemessen, wie viel ankommt. Je mehr, desto höher der Wert. Und wenn man dann halt weiß, dass Pflanzen nur einen gewissen Salzgrad vertragen, dann kann man zumindest schon mal ablesen, ob das Wasser zum Beispiel komplett versalzen ist. Man kann, wenn man gerade solche Geschichten hat wie einen Hausbrunnen, kann man erstmal die Ausgangsqualität des Wassers messen. Wenn man dann feststellt, oh, mein Wasser kommt schon mit einem EC-Wert von 2,0 aus der Leitung, muss man sich Regenwasser besorgen, weil damit kann man nichts anfangen. Das Gießwasser sollte immer einen möglichst niedrigen EC-Wert haben, idealerweise nahe Null. So, dass man. Und was hast du hier bei dir in der Gegend für einen EC-Wert? 5,06. Aber viel hängt auch von den letzten Metern in der Leitung ab. Also zum Beispiel dieses Gebäude hier ist sehr alt und da kommt dann ein bisschen höherer EC-Wert als in einem Neubau zustande. Aber okay. Ja, wenn man jetzt nicht gerade einen eigenen Brunnen hat, ist Leitungswasser in der Regel okay. Kann man den EC-Wert auch von dem Leitungswasser noch verändern irgendwie? Ja, mit einer Osmoseanlage. Eine Osmoseanlage macht genau das. Sie zieht alle Mineralien, alles, was nicht Wasser ist, alle Salze aus dem Wasser raus. Und durch eine Osmoseanlage kriegst du dann ein Wasser mit einem EC-Wert nahe Null. Okay. Und das ist auch der Grund, warum Gärtnereien, also richtig, richtig große Gärtnereien, eigentlich immer Osmoseanlagen einsetzen. Die sammeln Regenwasser, weil Regenwasser ein sehr guter Ausgangswasser ist für die Düngeproduktion. Das jagen sie dann durch eine Osmoseanlage. Dann ist da praktisch nichts mehr drin und dann füllen sie es mit den Düngern, die sie haben wollen, wieder auf. Wichtig ist, wenn man Anfänger ist, zu wissen, es gibt einen gewissen Maximal-EC-Wert, den meine Pflanzen vertragen. Als Anfänger würde ich auf keinen Fall über 2,0 gehen. Und es gibt so eine gewisse Faustformel, die eigentlich immer gut geht. Also man kann einem Anfänger gerade für die ersten 1-2 Durchgänge sagen, ey, mach mal maximal 1,4. Kriegst du vielleicht nicht das absolute Top-Ergebnis, aber zumindest versalzt du deine Pflanzen nicht und dann hast du auch keinen Komplettausfall. Und was man halt auch noch wissen muss, die Pflanze verträgt mit steigendem Alter immer mehr Dünger. Das heißt, man sollte Jungpflanzen eher mit einem EC-Wert unter 1 behandeln, während man Pflanzen im fortgeschrittenen Wuchsstadium und in einer Blüte durchaus einen Wert von
über 1 bis annähernd 2 geben kann. Und wenn man dann langsam besser wird, dann ist im Grunde das Einstellen des EC-Wertes so ein bisschen wie das Gas geben beim Autorennen. Weil wenn du ein Autorennen gewinnen willst, dann musst du halt so genau so viel Gas geben, dass du fast aus der Kurve fliegst. Aber halt auch nur fast. Mhm. Weil wenn du zu wenig gibst, dann fährst du einfach nur hinterher und wenn du zu viel gibst, dann fliegst du raus. Mhm. Und mit dem richtigen EC-Wert ist halt der Pflanze wirklich genau so viel Dünger geben, wie sie verarbeiten kann. Nicht zu wenig, weil dann verlierst du Ertrag, aber auch nicht zu viel, weil dann versalzt du. Und das erfordert Erfahrung. Du musst deine Pflanze kennen und du brauchst halt auch ein Messgerät, mit dem du es nachprüfen kannst. Und ist es so, dass wenn du mehr Beleuchtung hast, kannst du dann einen höheren EC-Wert fahren oder ist es beleuchtungsunabhängig? Nee, das ist ganz grob, kann man das schon so sagen. Es gibt jetzt keinen so unmittelbaren Zusammenhang, dass man sagen kann, okay, der PPFD-Wert, der EC-Wert oder so. Aber wie ich es ja schon gerade erzählt habe, eine Pflanze, die richtig gut im Saft steht, die futtert auch viel. Und zu diesem gut im Saft stehen gehören verschiedene Faktoren. Die muss richtige Temperatur haben und auch die richtige Beleuchtung. Und was meinst du als Einsteiger, welche Erde würdest du empfehlen für den Anfang als Einsteiger und warum? Ich persönlich bin ein absoluter Coco-Fan. Der Nachteil von Coco ist, dass Coco überhaupt keine eigenen Nährstoffe enthält. Deswegen muss der Gärtner von vornherein die Nährstoffe selber zugeben. Und das kann vor allem bei Jungpflanzen problematisch werden, weil Jungpflanzen halt auf gerade Überdüngung am allerempfindlichsten reagieren und man eine gerade gekeimte Pflanze dann auch schnell überdüngen kann. Man muss aber auch mal ehrlich sagen, das ist kein Hexenwerk. Also wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, dann macht man halt die Keimung bzw. die Bewurzelungsphase bei einem Steckling dann doch noch in Torf, in diesen Jiffy-Quelltöpfen zum Beispiel oder in Easy Plux. Das sind alles so Torfprodukte, wo dann halt ein bisschen Nährstoff drin ist. Aber sobald die Pflanze, sagen wir, das zweite echte Blattpaar hat, gibt ja kein Blatt und dann bildet sie ein echtes Blattpaar aus mit den Zacken und dann noch eins. Spätestens, wenn sie das zweite echte Blattpaar hat, ist sie adult, dann verträgt sie was. Und dann würde ich auch einem Anfänger raten, setzt die dann in Coco. Weil Coco hat gegenüber Erde den Vorteil, dass es schwerer zu übergießen ist. Also Coco-Fasern sind länger und stabiler als Torffasern. Und wenn man auf ein Torfsubstrat viel Wasser draufpackt, dann entsteht halt wieder ein Moor. Und eine Pflanze, die im Moor wächst, das ist eine sehr spezialisierte Pflanze. Die meisten Pflanzen kommen halt im Moor nicht gut zurecht, was an dem vielen Wasser liegt. Und man kann die Pflanze auf Erde einfach gut ersaufen. Man kann die verdursten lassen, man kann sie auch ersäufen. Und das ist auf Coco viel schwieriger. Also wenn ich oben einfach die ganze Zeit drauf gieße, dann fließt es unten wieder raus, aber ich habe trotzdem immer noch Sauerstoff im Substrat drin. Und zwar so viel, dass die Pflanze da halt dann entsprechend keinen Schaden nimmt. Und gleichzeitig speichert und hält Coco das Wasser länger als Erde. Und da Anfänger halt einfach schlichtweg gerne mal das Gießen vergessen oder in jeder Hinsicht beim Thema Gießen, beim Thema Dünger, beim Thema allem nach dem Motto vorgehen, viel hilft viel, besteht einfach bei Einsteigern die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Pflanze entweder verdursten lassen oder ersaufen. Und mit Coco ist beides nicht ganz so leicht hinzukriegen. Und deswegen finde ich, Coco ist auch für Anfänger ein gutes Medium. Hat noch ein paar andere Vorteile, zum Beispiel gibt es das auch gepresst. Das heißt, man kann so 70 Liter Ziegel kaufen, die man dann ganz easy die Treppe hochschleppen kann. Weniger Versandkosten. Man kann es besser wiederverwenden als Erde, also einen zweiten, einen dritten Durchgang damit machen. Das sind alles Gründe, warum ich sage, das ist mein persönliches Lieblingsmedium. Und ich würde es auch einem Anfänger empfehlen, was aber nicht heißt, dass man das machen muss. Mhm. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja. Und wenn ich einen Anfänger habe, der sagt, ich würde jetzt gerne anfangen und ich möchte mit Erde arbeiten, dann versuche ich auch nicht, den zu überzeugen. Weil das Wichtigste ist zu verstehen,
dass die Kulturmethode zum Gärtner passen muss. Mhm. Und wenn du mir jetzt sagst, ich will mir jetzt ein neues Hobby suchen und will da anfangen und ich möchte mit Lightmix arbeiten, dann bitte erkläre ich dir, wie man das richtig macht. Ich würde auch nicht versuchen, dich vom Gegenteil zu überzeugen, weil das muss für dich das Richtige sein. Okay. Und wenn du jetzt, also wenn ich jetzt sagen wir mal, ich plane jetzt mit Kokos anzubauen. Wie mache ich das genau? Also ich lasse den Samen keimen in was? In diesen Easy Plugs. Und dann, wie lange warte ich, bis ich dann umtopfen werde? Bis du die Wurzeln siehst. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Egal, ob du jetzt einen Samen in Easy Plugs oder in Jiffies hast oder ob du eine Pflanze dann einfach von einem kleinen Topf in einen größeren Topf rübersetzen willst. Sobald man die Wurzeln dann halt an der Seite oder unten am Topf rauskommen sieht, dann ist Zeit zum Umtopfen. Ich sage das immer so, wenn man umtopft und man muss beim Umtopfen Wurzeln abreißen, weil die unten schon so in so einem kleinen schon zu spät, oder? So einem Polster waren, dann war es schon zu spät. Wenn man was kaputt gemacht hat, wenn man was abgerissen hat, dann war es zu spät. Mhm. Wenn man aber umtopft und die Hälfte der Erde bleibt am Topf kleben, weil die noch gar nicht durchwurzelt war, dann war es zu früh. Mhm. So, und genau dazwischen ist halt der richtige Zeitpunkt. Das heißt, idealerweise solltest du beim Umtopfen den ganzen Erdballen aus dem Topf rausziehen können, ohne eine Wurzel abzureißen. Mhm. Und dann setze ich das von dem Easy Plug in die Erde mit Kokos. Dann mische ich also eine Kübel Kokos. Was würde ich anfangen mit wie viel Liter? Das ist relativ egal. Ich sage immer, die Topfgröße sollte einigermaßen zur Pflanzengröße passen. Das sage ich aber halt auch nur, weil eine ganz große Pflanze in einem ganz kleinen Topf musst du erstens sehr oft gießen und entsprechend kannst du das Gießen häufiger mal vergessen und irgendwann kriegt sie halt richtig Wurzelstress, wenn der Topf praktisch anfängt, die Wurzel einzuzwingen. Eine ganz kleine Pflanze in einem ganz großen Topf, da hast du dann das Problem, dass die Pflanze im Grunde den ganzen Topf nicht leer trinken kann, du aber ja trotzdem immer den ganzen Topf nass machen musst und deswegen bleibt ein Teil des Substrates immer feucht und das ist dann so ein gutes Medium für Schimmel und so weiter. Das ist also auch nicht ganz ideal. Aber manchmal habe ich halt auch so Kunden, die sind ein bisschen faul und wollen nicht umtopfen und dann kaufen die sich direkt einen 14-Liter-Kübel und drücken da in die Mitte einen Samen. Das funktioniert auch. Also da muss man auch mal ein bisschen ehrlich sein und mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn man da halt dann nicht brutal mit den Wässern ist, sondern schön nah am Pflanzenstiel wässert, dann kann man auch ohne Umtopfen durchkultivieren. Ist nicht ideal, aber kaum ein Gärtner arbeitet ideal, weil jeder Gärtner muss sich irgendwo Abstriche machen. Kein Gärtner hat 8 Stunden pro Tag Zeit, sich nur um seine Babys zu kümmern. Und von daher einfach jeder so, wie er möchte. Wenn du einen Tipp von mir haben willst, dann mach mindestens 3-mal Umtopfen während einer Kultur. Okay. Und also wenn ich dann den Samen in das Kokos rein, dann muss ich ja das Kokos erstmal anreichern mit den Nährstoffen. Ja? Wie mache ich das dann genau? Musst du nicht. Du kannst auch bei Kokos selbstverständlich die Nährstoffe flüssig über das Gießwasser geben. Das wäre aber tatsächlich für Anfänger mein Tipp, das Substrat mit Nährstoffen anzureichern, weil dann kannst du mit klarem Wasser gießen und musst nicht bei jedem Gießen vorher kompliziert Dünger zusammenmischen. Das führt zu einem geringeren Ertrag, müssen wir uns gar nichts vormachen, aber es ist halt super easy. Du kriegst auf jeden Fall irgendeinen Ertrag, du hast also bei deinem ersten Versuch direkt ein Erfolgserlebnis und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das mit 7 Komponenten Flüssig-Düngermischung zusammenmixen, jede Woche neues Schema, das bringt Top-Ergebnisse, wenn du es top machst und wenn es auch deiner Pflanze top geht. Da das aber bei Anfängern in der Regel nicht der Fall ist, also die Pflanze hat irgendwo Stress, irgendwas läuft immer schief, kann die Pflanze diese perfekte Düngung dann sowieso nicht umsetzen. Du kriegst bei deinem ersten Versuch in der Regel sowieso kein Top-Ergebnis. Also kann man sich es auch in Bezug auf das Düngen ein bisschen leichter machen. Und dann würde ich sagen, kauf dir einen organischen Feststoffdünger. Mhm. Und da ist auch gar nicht so wichtig, welchen. Das kann Wurmhumus sein,
Das kann Kompost sein, das kann Biotap sein, das kann Floh sein, das können hier diese Produkte sein von Guano Calong. Das kann auch irgendein organischer Feststoff-Depotdünger aus dem Baumarkt sein, solange er halt für Gemüse und so weiter zugelassen ist. Das Wichtige ist zu verstehen, was mache ich da eigentlich? Ich nehme also einen Dünger, den ich mit meiner Erde vermische, und jedes Mal, wenn ich Wasser drauf tue, löst sich ein bisschen was von dem Dünger und meine Pflanze kann das da aufnehmen. Das ist halt ein Depotdünger. Der Vorteil ist, meine Pflanze bedient sich selbst aus einem Depot, das einfach da ist und auch hält und nimmt sich, was sie braucht. Der Nachteil ist, für Top-Ergebnisse muss ich meiner Pflanze manchmal sagen, jetzt nimm bitte nur das. Also es ist zum Beispiel ein Trick für große Blüten, einfach so einen Phosphorschock zu geben. Also pK 13, 14 zum Beispiel. Einfach nur okay. Einfach Phosphor kann man auch im Verhältnis 5:3 nehmen. Mhm. Auf jeden Fall Anfang Blütephase so richtig einmal Stickstoff runter, Phosphor rauf, dann machen die Blüten so plopp. Mhm. Das geht mit einem organischen Depotdünger nicht. Ist dann halt. Aber ich habe auch dies beim organischen Dünger, wenn ich jetzt zum Beispiel Nährstoffmangel, ist es da eher schwieriger, einen Nährstoffmangel oder Nährstoffüberdüngung zu bekommen, oder ist ja die Gefahr sehr niedrig dann? Die Gefahr für eine Überdüngung ist sehr niedrig, weil gerade die organischen Dünger, wenn da halt zu viel von vorhanden ist in der Erde, dann lässt die Pflanze es einfach liegen. Sie muss es nicht aufnehmen. Mineralische Dünger wirken da einfach anders. Das wird jetzt aber viel, viel zu weit führen. Wenn du zu wenig reingetan hast, dann kannst du natürlich trotzdem zu einem Mangel führen. Und den musst du dann auch bekämpfen. Aber das kannst du dann ja auch. Das heißt, du packst jetzt zum Beispiel, mischt Kokos mit Wurmhumus. Wurmhumus ist ein super guter, schnell wirkender Stickstoff. Also für organische Verhältnisse schnell wirkend. Zusätzlich tust du auch noch Hornspäne rein, also geraspelte Rinderfüße. Das ist ein sehr langsam wirkender Stickstoffdünger. Hast du also einen schnell wirkenden Stickstoff und einen langsam wirkenden Stickstoff. Super Kombination. Wenn du jetzt aber insgesamt zu wenig nimmst, kriegt deine Pflanze trotzdem Stickstoffmangel. Den kannst du dann aber auch dadurch bekämpfen, indem du einen flüssigen Stickstoffdünger zusätzlich gibst. Du merkst einfach, oh, meine Blätter werden gelb, Mist, Stickstoffmangel. Dann suchst du dir irgendeinen Stickstoffdünger, kann ein organischer sein, zum Beispiel Brennnesseljauche, kannst du selber machen. Komposttee kannst du selber machen. Oder du nimmst auch einfach einen mineralischen, schnell wirkenden. Hesi-TNT-Komplex, keine Ahnung, einen beliebigen Wuchsdünger von den bekannten Herstellern. Zack, bisschen draufkippen. 2-3 Tage später hat sich der Stickstoffmangel dann erledigt. Okay. Und du hast noch, wir haben ja schon vorhin gesprochen, du hast ja was über Pilze gesprochen. Die sollte man bei Kokos auch mit einbringen. Kannst du uns dazu was erzählen? Meiner Meinung nach sollte man Pilze halt immer einbringen, egal welches Substrat. Egal welcher Dünger, Wurzelpilze helfen. Aber wenn man mit organischen Substraten arbeitet, also mit Torf oder mit Koko, und dann auch noch mit organischen Düngern, dann sollte man auf jeden Fall Pilze benutzen, weil die können keinen Schaden anrichten. Die kannst du nicht überdosieren, aber sie bringen richtig viel. Und auch da so ein bisschen verstehen, was machen die eigentlich? Pilze sind ein natürlicher Symbiont. Das heißt, wenn du hier in den deutschen Wald gehst und eine beliebige Pflanze ausbuddelst, dann hast du eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass an der Wurzel ein Mykorrhiza dranhängt. Im Laufe der Evolution hat sich die Pflanze an diese Symbiose gewöhnt. Eine Symbiose ist halt, wir helfen uns gegenseitig. Der Pilz zwackt sich so ein bisschen Pflanzensaft ab und im Gegenzug macht er so eine Art Vorverdauung der Nährstoffe. Er macht also die Nährstoffe besser und schneller verfügbar. Wenn du die Pflanze jetzt in ein steriles Substrat stellst, wo dieser natürliche Symbiont fehlt, wegsterilisiert wurde. Wäre das auch bei Kokos der Fall? Das ist bei allen Erden der Fall. Okay. Wird alles einmal richtig hoch erhitzt, bevor es verpackt wird, damit halt die ganzen Viecher und Schädlinge, die darin leben, totgehen. Alle Substrate, die du bekommst, sind ziemlich steril. Und der Pilz geht dann halt leider mit tot. Und die Pflanze muss dann ohne ihren natürlichen Symbionten leben, das heißt, sie underperformt. Sie kann gar nicht das bringen, was sie in einer natürlichen Umgebung bringen könnte. Und gleichzeitig, wie gesagt,
Du kannst es nicht überdosieren, du kannst damit nichts kaputt machen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du Geld dafür ausgibst und es dann irgendwie falsch ausbringst, nicht genug Wasser dran hast und deswegen die Pilzsporen wieder absterben. Aber das ist aber, du hast Geld verschwendet. Das ist das Worst Case. Steigert mir der Pilz auch das gesunde Wachstum und steigert auch die Blütenentwicklung. Der Pilz verbessert alles. Der macht deine Pflanze gesünder, er macht deine Pflanze widerstandsfähiger, er macht sie stressresistenter, er sorgt dafür, dass sie besser wächst, er sorgt dafür, dass sie schneller wächst und er sorgt auch dafür, dass du einen höheren Ertrag hast. Okay, das ist sehr interessant. Und jetzt wollte ich jetzt nochmal mit dir sprechen über pH-Wert. Du hast ja jetzt auch pH-Wert. Vielleicht, ich denke mal, die meisten wissen, was ein pH-Wert ist. Aber zum Beispiel habe ich gehört, dass man bei organischem Dünger gar keinen pH-Wert einstellen muss. Das ist bedingt richtig. Also gerade wenn man so arbeitet, wie ich das jetzt halt gerade gesagt habe, mit einem organischen Depotdünger und dann mit klarem Wasser gießen, dann sollte man einmal kontrollieren, ob der pH-Wert des Wassers halt einigermaßen okay ist. Nicht, dass man da irgendwie aus Versehen Wasser mit 8,0 oder so drauf kippt. Aber ansonsten braucht man sich dann tatsächlich keine wesentlichen Gedanken mehr machen. Da ich ja halt auch ein bisschen faul bin, würde ich bei dieser Kulturmethode den pH-Wert im Grunde nur dann messen, wenn ich ein Problem habe. Weil wenn meine Pflanze irgendwie ein Problem zeigt, dann muss ich rausfinden, woran liegt's. Und wenn das jetzt nicht gerade total offensichtlich ist, ne, weil, oh ja, sie hat einen Stickstoffmangel, oh, jetzt fällt mir ein, ich habe ja gar keinen Wurmhumus reingetan, logisch, dann ist das Erste, was ich erstmal prüfe, ob der pH-Wert stimmt. Und was da halt auch ganz wichtig ist, nicht nur das Gießwasser messen, sondern auch das Drainagewasser. Es kann nämlich sein, dass im Substrat irgendwelche Sachen drin sind, die den pH-Wert dann ändern, zum Beispiel Kalk. Ja, wenn aus irgendwelchen Gründen Kalk in deiner Erde oder in deinem Substrat drin ist, dann kippst du ein Wasser mit einem bestimmten pH-Wert drauf, das reagiert mit dem Kalk und dann verändert sich der pH-Wert massiv. Das heißt, du kontrollierst, womit du gießt, es stimmt alles, dann fängst du das Wasser, was unten aus dem Topf rauströpfelt, wieder auf, misst nochmal und dann stellst du fest, oh Scheiße, da liegt der Fehler. Und deswegen finde ich halt, jeder sollte zumindest so ein Päckchen Lackmuspapier oder am besten eigentlich ein pH-Messgerät besitzen, damit er, falls irgendwo Probleme auftauchen, auf jeden Fall rausfinden kann oder ausschließen kann, dass es am pH-Wert liegt. Wenn man mit Flüssigdüngern arbeitet, gerade mit mineralischen Flüssigdüngern, dann brauchst du pH. Also dann darauf zu verzichten, die 20 Euro oder 25 Euro nicht auszugeben, das wäre einfach sowas von am falschen Ende gespart. Bei mineralischen Dünger ist es so, dass du deine Gießwasser nimmst und du tust alle Nährstoffe reinmischen nach Schema. Da sollte man auch noch darauf achten, dass man nicht auf 100% Schema geht, sondern vielleicht sogar 80%, oder? Man sollte erstmal mit einem Wert anfangen, wo man sich sicher ist, das passt. Und ja, in der Regel kann man dann mal mit Hälfte oder 80% vom Schema anfangen. Aber ich sage meinen Kunden immer ganz deutlich, jedes Schema ist nur Näherungswert. Der Typ, der dieses Schema gemalt hat, der weiß nicht, ob ihr einen Langblüher in einem kleinen Topf habt oder einen Kurzblüher in einem großen Topf. Der weiß nicht, ob ihr mit Lightmix oder mit einem stark vorgedüngten Allmix arbeitet. Woher soll der das auch alles wissen? Und ein großer Langblüher in einem kleinen Topf mit Lightmix ist halt was ganz anderes als eine kleine Pflanze in einem großen Topf mit Allmix. Ganz, ganz, ganz was anderes. Und das Düngeschema ist eine grobe Orientierung. Der Gärtner hat die Aufgabe, rauszufinden, was seine Pflanze wann braucht. Und das ist auch ganz wichtig, seine Pflanze. Die verschiedenen Sorten haben verschiedene Bedürfnisse. Zum Beispiel der Phosphorkick, von dem ich gerade gesprochen habe. Manche Pflanzen mögen den lieber früher, manche eher später. Was deine Pflanze am liebsten hat. Es gibt keinen anderen Weg außer Try and Error. Das heißt, um der Perfektion näher zu kommen, musst du immer wieder die gleiche Sorte unter immer wieder den gleichen Bedingungen kultivieren. Jedes Mal ein bisschen was verändern und dann gucken, hat es das jetzt verbessert oder verschlechtert. Wenn ich jetzt einen frühen Phosphorkick mache, mit starker Dosierung, ist das besser oder schlechter als beim letzten Durchgang.
Und dann langsam sich dem perfekten Ergebnis nähern und machen wir nichts vor. Das kann Jahre dauern. Also das ist nicht einfach. Man muss auch verstehen, wenn man Gärtner lernt, dann kann man kann Gärtner Geselle sein, man kann Gärtnermeister sein, man kann auch Gärtnerei studieren, Diplom-Ingenieur Gartenbau oder sonst irgendwas. Man kann aber auch ein Fachstudium Pflanzenernährung machen. Das heißt, du kannst nur das Düngen studieren. Und dann wirst du von einer großen Gärtnerei eingestellt und machst den ganzen Tag nichts anderes, als an diesem riesigen Düngecomputer zu stehen und da die Werte zu kontrollieren. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das ist schon, wenn man es richtig, richtig gut machen will, mit mineralischen Düngern, ein langer Prozess. Und nichts, was man einmal von einem Kärtchen ablesen kann, weil dann gäbe es da kein Studium für. NPK ist vielen Leuten bekannt, aber wir wollen jetzt heute erstmal genau darauf eingehen, was ist NPK, in welchem Verhältnis wollen wir das einsetzen. Jöran, sag mal, was ist NPK genau? NPK steht für Nitrogen, Phosphorus und Kalium, das ist halt Englisch und bedeutet übersetzt nichts anderes als Stickstoff, Phosphor und Kalium. Und das sind die drei Hauptnährstoffe, die jede Pflanze braucht. Also egal, ob wir jetzt eine Alge oder eine Kakteen betrachten, jede Pflanze braucht die. Nicht jede in gleichem Maße. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Pflanzen, die brauchen sehr, sehr viel Stickstoff und von dem anderen gar nicht so viel. Aber die einzelnen Nährstoffe haben auch in jeder Pflanze ungefähr die gleiche Funktion. Stickstoff ist für alles verantwortlich, was grün ist, Blätter, Stängel. Kali verstärkt die Zellwände. Und wie ist es bei der Cannabispflanze? Auch da ist es so, dass sie im Wuchs, in der vegetativen Phase, wenn sie halt Blätter und Stängel, grüne Teile ausbildet, hauptsächlich Stickstoff zieht, ist sowieso ein großer Stickstoffzehrer, was auch dazu führt, dass im Freilandanbau so Brennnesseln häufig als Indikatoren für gute Spots benutzt werden. Und wenn sie dann irgendwann aus der vegetativen Phase rauskommt, dann ist es so, dass sie am Anfang der Fruchtperiode einmal ordentlich Phosphor braucht. Das sorgt dafür, dass die Blüten und die Früchte sich einfach besser entwickeln, größer werden. Und genau wie bei anderen Pflanzen verschiebt sich das Bedürfnis dann zum Ende hin immer mehr in Richtung Kali, weil auch dort das Kali dafür sorgt, dass die Zellwände dicker, stabiler werden. Das heißt, wir kriegen eine bessere Haptik und diesen Klonk-Kali-Bad. Weiß nicht, okay, was du davon gehört hast. Und wie ist es mit sekundären Makronährstoffen? Was hast du, wie sind die wichtig oder wie kann man die auch steuern? Die kann man alle steuern. Also es gibt halt, das sind, wie gesagt, die Hauptnährstoffe. Und daneben gibt es noch Makronährstoffe, Mikronährstoffe, Spurenelemente. Da gibt es Sachen, die wir noch in ziemlich hohen Mengen brauchen, wie zum Beispiel Eisen. Und dann gibt es aber auch Sachen, die wir nur in ganz, ganz kleinen Mengen brauchen, wie zum Beispiel Quecksilber. Das ist ja eigentlich ein Giftstoff, aber selbst der ist in Düngern drin und wird auch von der Pflanze benötigt. Zink, Bor, Molybdän, wie sie alle heißen. Ich könnte jetzt einen langen Vortrag dazu halten, was jeder Einzelne davon tut. Ist aber in der Regel gerade für Anfänger nicht so wichtig, weil diese Sachen nicht so gesteuert werden müssen. Also das heißt, wir müssen bei NPK, je nachdem in welcher Phase wir uns befinden, darauf achten, dass wir nicht nur genug geben, sondern auch das richtige Verhältnis. Wenn man sich mit der Theorie dahinter beschäftigt, dann muss man zum Beispiel wissen, okay, Blütephase, Phosphor. Dann gibt es aber... Also Phosphor in welchem Verhältnis zu Kalium, genau, und Stickstoff? Ja, es gibt dann so Leute, die denken, okay, Blütephase, Phosphor, Kali, PK-Dünger, dann gebe ich mal nur Phosphor. Das funktioniert aber nicht, weil die Pflanze, um vier Teile Phosphor umzusetzen, also zu verstoffwechseln, braucht sie ein Teil Stickstoff. Wenn ich also auf eine Monophosphordüngung umstellen würde und gar keinen Stickstoff mehr mitgeben würde, dann könnte die Pflanze das ganze Phosphor, das ich hier zur Verfügung stelle, gar nicht umwandeln. Und deswegen müssen wir halt, je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden,
und je nachdem, welche Pflanze wir genau haben, das genau richtige Verhältnis geben. Idealerweise das genau richtige Verhältnis. Am Anfang sehr Stickstoff, am aller Anfang übrigens auch mal eine phosphorlastige Düngung. Phosphor ist nämlich nicht nur für Blüten, sondern auch für Wurzeln sehr spannend. Also wenn die Pflanze gerade Wurzeln ausbilden soll, dann kann man ihr auch gut Phosphor geben. Aber generell vegetative Phase eher stickstofflastig, dann phosphorlastig mit ungefähr Verhältnis 2 zu 1 Kali, also zwei Teile Phosphor, ein Teil Kali. Und das verschiebt sich dann langsam im Verlauf der Blüteperiode genau ins umgekehrte Verhältnis, ein Teil Phosphor zu zwei also Teilen. Also Ende der Blütephase. Genau. Dann. Ja, okay. Ja. Und wie das dann genau ist, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es nicht für jede Sorte weiß und weil auch die einzelnen Sorten sich bei unterschiedlichen Umgebungsverhältnissen und Substraten nochmal leicht unterschiedlich verhalten. Das ist Aufgabe des Gärtners, das rauszufinden. Also wieder probieren. Learning by doing. Wieder probieren. Ich habe den Wuchsdünger, der hat folgendes NPK-Verhältnis. Dann habe ich den Blütedünger und dann habe ich den Blütebooster. Und wenn ich jetzt davon 1 Milliliter nehme und davon 2 Milliliter und davon 5 Milliliter, dann habe ich ein bestimmtes Verhältnis. Nächsten Mal nehme ich halt statt 1, 2, 5, 1, 3, 4. Und dann gucke ich, ob das besser oder schlechter funktioniert. Und dann kann ich mit einem einfachen Dreisatz ausrechnen, wie viele Teile Phosphor hatte ich denn insgesamt, wie viele Teile Stickstoff hatte ich insgesamt und so weiter. Okay, dann haben wir schon mal die wichtigsten Nährstoffe besprochen. Es ist ein sehr kompliziertes Thema, muss ich sagen. Wie gesagt, gerade wenn du das mit den Makronährstoffen betrachtest, es ist gar nicht so kompliziert, weil man sich auf die drei wirklich gut konzentrieren kann. Alles andere ist in einem guten Dünger in ausreichender Menge drin. In Erde ist auch noch mal einiges drin. Und von daher, dass man dann wirklich einen Eisenmangel hat oder einen Kalziummangel oder sowas, eher selten und selbst wenn kein Beinbruch. Mhm. Ein Stickstoffmangel kann zu einem Totalverlust führen. Und also das sollte man auf jeden Fall immer im Auge behalten. Wie erkenne ich einen Stickstoffmangel? Das Blatt ist nicht mehr so schön saftig grün, sondern verliert im Grunde einfach sein saftiges Grün. Und also wird so eher helles Grün. Genau, erst ein hellen Grün, gelb, wird farblos, sieht traurig aus. Das ist und da Indikator, okay, ich brauche mehr Stickstoff. Was benutze ich dann, um den Stickstoff wieder herzustellen? Wenn man, je nachdem wie frühzeitig dass man das bemerkt, unterschiedlich, aber wenn man es halt erst relativ spät bemerkt und gerade Anfänger bemerken es halt erst spät, dann einen flüssigen, mineralischen, stickstofflastigen Dünger. Also einfach von zum Beispiel, bekannten Herstellern, zum Beispiel EasyTNT-Komplex, Canna, Vega, Plagron, TerraGrow, Biobis, BioGrow. Von einem dieser bekannten Hersteller einfach den Wuchsdünger. Die Wuchsdünger sind immer stickstofflastig. Wuchsdünger, okay. Und wie ist es mit Überdüngung? Überdüngung ist ja, also Nährstoffmangel kann man ziemlich gut beheben, aber Überdüngung, da wird schon problematisch. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt mineralisch gedüngt habe und ich habe zu viel gedüngt? Wenn du überdüngt hast, dann gehst du mit klarem Wasser und versuchst die Nährstoffe aus dem Substrat und auch aus der Pflanze rauszuschwemmen. Je nachdem, wie stark die Überdüngung ist und je nachdem, ob du generell überdüngt hast oder nur bei einem bestimmten Nährstoff, machst du es dann halt entweder mit einer deutlich geringeren Mischung oder, wenn du sicher gehen willst, einfach wirklich mit Klarwasser. So, soll ich dann richtig viel Wasser durchspülen, so dass unten rausläuft, dann schön alles sauber machen und dann eine neue Nährstofflösung oder erstmal ohne Nährstoffe weiter wachsen lassen und dann vielleicht am nächsten Tag dann wieder sich langsam an das Schema wieder antasten oder nach meinem Gefühl vielleicht nur einen ganz leichten Mix reinmachen und dann sich ein bisschen wieder steigern und die Pflanze lesen. Ganz genau, die Pflanze lesen.
es ist schwierig, sich im Internet und sonst wo ordentlich zu informieren, weil ja, da rennen halt auch ganz viele Deppen rum, die aber trotzdem von ihrer Meinung wahnsinnig überzeugt sind und das auch mit ganz viel Überzeugung schreiben. Und für Laien da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist schwierig, gar keine Frage. Aber es bleibt dir leider trotzdem nichts anderes übrig. Wenn du dir nicht sicher bist, dann im Zweifel auf Nummer sicher gehen. Das heißt, richtig doll spülen mit klarem Wasser für einen richtig langen Zeitraum, bis du sicher bist, dass alles raus ist. Und dann mit dem Düngen langsam wieder anfangen. Dann wirst du vielleicht Ertrag verlieren, weil du zu langsam wieder angefangen hast und deine Pflanze dann halt infolge der Überdüngung ein bisschen gehungert hat. Aber hey, besser als ein Totalverlust. Und wie erkenne ich so eine Überdüngung? Das kommt drauf an, welcher Stoff überdüngt wurde. Also zum Beispiel eine Phosphorüberdüngung sieht anders aus als eine Stickstoffüberdüngung. Aber ganz grob einrollende Blätter sind häufig ein... Nach innen, oder? Genau. Sind häufig ein Anzeichen für Überdüngungserscheinungen. Es gibt auch so... Düngerbrände, das sind dann so kleine Flecken in den Blättern oder auch Verfärbungen am Stängel, die darauf hindeuten können. Aber letztendlich, da muss man sich mal ein ordentliches Buch kaufen oder mal eine ordentliche Internetseite finden, wo das alles bebildert dargestellt wird. Da gibt es eigentlich ganz gute Guides, wo man dann wirklich genau sagen kann, alles klar, wenn das Blatt so aussieht, dann ist es ziemlich genau der Stoff. Also zu Thema Nährstoffmangel und Nährstoffmangel erkennen oder Überdüngung, Krankheiten erkennen, habe ich euch hier mal dieses Buch von Ed Rosenthal. Ich habe das selber auch schon gelesen. Da ist ein ganz großes Kapitel drin zum Thema Nährstoffe und wie kann man die genau erkennen. Also so ein Buch zu Hause zu haben, ist wirklich hilfreich. Da können Sie auch viel nochmal in die Tiefe reinlesen, um was es da geht. Weil das ist, Nährstoffe sind schon ein großes Thema. Hier einmal dieses Buch wirklich zu empfehlen. Ich schicke euch unten mal den Link, wo ihr das Buch findet. Ist ein Klassiker, oder? Du kennst das Buch auch? Definitiv. Also das ist von ganz vielen Leuten die Bibel und ich kann dir da auch nur voll zustimmen. Das Internet ist eine wunderbare Erfindung, aber die guten Informationen von den Fake News zu trennen, ist halt schwierig, vor allem wenn man von dem Thema gar keine Ahnung hat. Und da sind die guten alten Bücher wirklich das Beste, was du machen kannst. Ist dann zwar nicht kostenlos, muss immer 30 Euro auf den Tisch legen, aber gerade dieses Ding von dem Mann, das ist... da kann man sich drauf verlassen, das stimmt einfach, was da drin steht. Und da wird dir kein Scheiß erzählt. Super. Und dann kommen wir natürlich jetzt zum nächsten Thema. Und zwar ist das Gießen. Das Gießen ist auch ziemlich wichtig beim Cannabisanbau. Was sind die größten Fehler beim Gießen? Beim Anfänger? Die gießen zu wenig. Die Pflanze steht trocken, kriegt dann dementsprechend Trockenstress. Und dieser Stress, zumindest wenn er zum falschen Zeitpunkt kommt, sorgt dann für geringere Erträge. Wenn du es halt richtig übertreibst, kann die Pflanze auch schlichtweg verdursten. Und kann die dann auch dadurch zwittern? Die kann dadurch zwittern, die kann komplett sterben, weil das ist ja immer so. Der Pflanze geht es gut, wenn es ihr nicht mehr gut geht, wird sie erstmal aufgrund des ganzen Stresses zwittern und wenn es ihr dann noch schlechter geht, stirbt sie. Ja, und wenn du wirklich gar nicht gießt oder viel zu selten gießt, dann kannst du sie einfach verdursten lassen. Und das Gegenteil davon ist das Ersaufen, also einfach nach dem Motto viel hilft viel, immer kräftig drauf. Und das machen halt auch gerade Anfänger gerne und so blöd es klingt, beides kommt relativ häufig vor, dass die Leute einfach viel zu wenig oder viel zu viel geben. Und da muss man auch erstmal ein Gefühl für entwickeln. Wie kann man genau erkennen, wann hat man genug gegossen oder wann ist der richtige Zeitpunkt zum Gießen? Das ist viel simpler, als die meisten Leute denken. Kauf dir einen vernünftig großen Topf, nicht viel zu klein, auch nicht viel zu groß, passend zu deiner Pflanzengröße. Wie gesagt, in einer Kultur mindestens dreimal umtopfen. Fülle diesen Topf mit einem organischen Medium, Erde, also Torfmischung oder Koko. Und dann gießt du, indem du einfach Wasser drauf kippst, und dann steckst du deinen Finger ins Substrat. Und wenn du den dann wieder rausziehst, dann sollte sich das feucht anfühlen. Feucht ist nicht nass, aber auch nicht trocken.
Wenn das Substrat trocken ist, dann staubt es und dann hast du hinterher am Finger Staub dran. Wenn das Substrat nass ist, dann macht es Schlurp und du siehst hinterher in dem Loch, das du mit dem Finger gebohrt hast, wirklich im Zweifel das Wasser stehen und es klebt alles. Feuchtigkeit ist halt etwas dazwischen. Es fühlt sich feucht an, aber nicht klitschnass. Und der Gärtner sollte das Substrat immer feucht halten. Wenn du das als Anfänger schaffst, dann hast du genug geleistet, dann ist alles in Ordnung. Das kann man auf verschiedenste Arten machen. Das kann man mit einer Gießkanne machen, da kann man vorher ansprühen, kann man auch einfach direkt aus dem Messbecher draufkippen. Man kann sogar einfach unten in die Schale das Wasser reinkippen und die Pflanzen saugen sich das von unten hoch, sodass man nie von oben gießt. Man kann sich eine automatische Tropfbewässerung bauen und die dann regelmäßig manuell einschalten oder auch über eine Zeitschaltuhr schalten. Das ist alles egal. Wichtig ist, dass du am Ende ein Substrat hast, das möglichst kontinuierlich gut feucht ist. Manchmal ein bisschen trocken fällt im Idealzustand, aber erstmal weder furztrocken noch klitschnass. Okay, und denkst du, also muss man da schon jeden Tag gießen? Das kommt auf die Topfgröße an, in der Regel ja. Also wenn du deine Topfgröße richtig gewählt hast und auch alle anderen Faktoren gut sind, dann wird deine Pflanze diesen Topf ungefähr alle 24 Stunden leer trinken. Und das heißt, du musst einmal pro Tag gießen. Wenn du jetzt aber nicht so eine hohe Verdunstungsrate hast und gleichzeitig einen sehr großen Kübel, kann das auch sein, dass das bei dir völlig ausreicht, alle 2 Tage zu gießen. Mhm. Und das ist dann auch keine Katastrophe. Vielleicht macht man da dann ein bisschen weniger Ertrag, gerade wenn halt die Verdunstungsrate nicht so hoch ist, also das heißt, dann die Temperatur nicht ganz ideal ist. Aber mein Gott, da würde ich mir gerade als Anfänger nicht so viele Gedanken machen. Du hast 1000 Parameter gefühlt, die du steuern musst und 1000 Sachen, wo dir irgendwer sagt, ey, das ist super wichtig, dass du darauf achtest und so weiter. Wenn man alles beim ersten Durchgang einigermaßen okay hinkriegt, dann ist man schon viel weiter als die meisten, weil bei den meisten geht der erste Durchgang komplett schief. Mhm. Und das ist auch okay. Ja, ja. Und was ist mit dem Gießzeitpunkt? Ich habe gehört, der beste Gießzeitpunkt ist, wenn bei der Pflanze morgens ist und das Licht gerade angeht. Das würde ich grundsätzlich auch so sagen, wobei auch da keine übertriebene Wissenschaft draus machen. Wenn es dir jetzt mit deinem Arbeitsalltag einfach nicht in den Kram passt, die Pflanze zu diesem Zeitpunkt zu gießen, ja gut, dann gießt du sie halt abends während der Nachtphase. Das ist dann halt nicht ideal, aber es ist auch keine Katastrophe. Du musst nicht deinen Job kündigen oder dir eine komplizierte Bewässerungsanlage bauen, nur um zum perfekten Zeitpunkt zu gießen. Ich kenne Leute, die haben halt genau solche Probleme. Wenig Zeit, aber auch keinen Bock, viel Geld für Equipment rauszugeben. Die kaufen sich dann diese Wannen, diese Trays, die man einfach unten in die Zelte reinlegt, schütten da jeden Morgen 5 bis 10 Liter Wasser rein. Fertig. Und die dauert 10 Sekunden, ja. Und das reicht. Und was ist mit beim mineralischen Düngern? Soll ich da jeden Tag düngern oder alle 2 Tage? Weil in dem Schema ist es ja eigentlich nicht richtig beschrieben. Oder wie kann ich mich da orientieren? Ich persönlich glaube tatsächlich, dass die Methode nur jeden 2. Tag Dünger geben leichte Vorteile hat. Ich glaube aber nicht, dass die Vorteile so groß sind, dass sich der Aufwand für einen kleinen Hobby-Grow lohnt. Man müsste dann ja entweder für jedes Gießen den Dünger frisch anrühren oder du müsstest einen Vorratsbehälter haben, den du jeden 2. Tag nutzt und so weiter und dann auch wir notieren, okay, ist heute Düngetag oder nicht. Bisschen für den Anfang wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Von daher würde ich einfach dann die Dosierung geringer machen, aber dann einfach ganz normal jeden Tag Dünger dazu geben. Also jeden Tag zum Beispiel 50% vom Schema geben? Nee, das ungefähr. Die grob. Schemen sind bei den meisten Herstellern schon darauf ausgelegt, dass du jeden Tag Dünger dazu gibst. Also das heißt, du hast irgendwo ein kleines Fass stehen, irgendwie so 50 bis 100 Liter Behälter, den machst du voll mit Wasser, dann rührst du da den Dünger rein, so viel wie da halt rein gehört,
Und das benutzt du dann zum Gießen, solange bis das Fass leer ist, und dann rührst du neu an. Und die meisten Düngerschemen sind eher auf so eine Methode ausgelegt, aber wie gesagt, wenn sich dann herausstellt, wow, das ist dann schon viel zu viel, dann halt entweder doch nur jeden zweiten Tag oder die Menge reduzieren. Okay. Dann hätte ich noch eine Frage, was auch sehr wichtig ist, ist zum Thema Ungeziefer im Garten, also beim Homegrow. Was kann da alles passieren und wie erkenne ich das genau? Da gilt Murphy's Law, alles was passieren kann, wird passieren. Und es kann, also alles was schief gehen kann, geht schief, früher oder später. Wenn man dieses Hobby jahrelang betreibt, dann kriegt man es im Laufe der Zeit mit Tripse, mit weiße Fliege, mit... Und das sind so die meisten Fälle, die du hattest, oder, bisher? Also Tripse und weiße Fliege sind schon das, was die meisten Leute nervt. Spinnmilben sind natürlich auch wahnsinnig beliebt, aber es... Wie erkenne ich die dann? Also Spinnmilben machen Spinnweben, die sind sehr, sehr leicht zu erkennen. Weiße Fliege sieht aus wie eine weiße Fliege und wohnt auf dem Blatt, also auch relativ leicht zu erkennen. Und Tripse krabbeln aus der Erde raus und fliegen dann in deinem Zelt rum. Also wenn du solche Viecher in deinem Zelt siehst, dann musst du reagieren. Ja, dann musst du reagieren. Und Technik sei Dank, inzwischen ist es halt wirklich super leicht, die zu erkennen. Das heißt, man schnappt sich einfach ein so ein Vieh und killt das dann oder sonst wie. Und dann macht man mit dem Handy eine schöne Makroaufnahme und dann jagt man das über Google Lens und macht Bilderkennung und dann sagt Google dir, hey, das ist eine weiße Fliege oder das ist eine Tripse. Also die Schädlingserkennung funktioniert inzwischen wirklich gut mit Google Lens. Google Lens oder anderen, mit anderen ähnlichen Programmen gibt es halt von Apple auch. Ich bin kein Apple-User, okay. Von daher weiß ich nicht, dass das. Ich tue euch das auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, dann könnt ihr das auch mal benutzen. Und was kann ich jetzt zum Beispiel machen gegen Spinnen? Das ist das Problem. Nicht viel. Also wenn man ehrlich ist, es gibt im Gartenbau die sogenannten systemisch wirkenden Mittel. Das heißt, ich habe einen Wirkstoff, der in das System der Pflanze reingegeben wird, über Blattdüngung oder über den Dünger. Und dann ist dieser Wirkstoff halt in den Säften der Pflanze drin und saugende und beißende Viecher, wie die ich gerade genannt habe, das sind alles saugende und beißende Schädlinge, die also der Pflanze schaden, indem sie die Blätter oder die Stängel anknabbern und da Pflanzensaft abzwacken, die nehmen dann mit dem, was sie anknabbern, halt auch den Wirkstoff auf, also den Giftstoff, und verrecken dann dabei. Das Schöne ist, dass der Stoff halt für die Pflanze selber nicht gefährlich ist, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt harmlos und auch schon gar nicht für Menschen. Und ich würde den niemals konsumieren wollen. Nicht in meinem Gemüse und auch sonst nirgendwo. Und von daher empfehle ich systemisch wirkende Mittel, also wirklich wenn, dann nur für Mutterpflanzen oder in einer ganz frühen vegetativen Phase. In einer Blütephase verbietet sich das, meiner Meinung nach. Aber leider sind systemisch wirkende Mittel auch die einzigen, die wirklich richtig gut funktionieren. Damit kriegt man einen Befall gekillt. Alles andere hält dir den Befall halt nur so unter Kontrolle. Also das heißt, du kriegst irgendwie 80-90% weg, aber die anderen 10%, die bleiben. Und die vermehren sich wieder und dann geht's wieder los. Das heißt, du kannst eigentlich gar nichts machen. Nein, du kannst mit dem Befall kontrollieren, dass es nicht zu schlimm wird. Genau, dass es nicht zu schlimm wird. Und wie machst du das dann? Mit Produkten wie zum Beispiel Neem. Das ist halt ein Stoff, der nicht so giftig ist. Ich meine, Neemöl ist auch giftig, aber auf eine andere Art und Weise. Und anderen organischen, biologischen Produkten oder zumindest Sachen, die für einen Bioanbau zertifiziert sind, die dann halt einfach nicht so krass, einfach ausgedrückt, mit der Chemiekeule um die Ecke kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Nützlingsgeschichte. Also das heißt, du kannst einfach mal dein Zelt komplett zumachen, alle Schotten dicht und dir dann im Internet die passenden Nützlinge kaufen. Da gibt es Schlupfwespen oder Marienkäfer, halt immer den Nützling, der zu deinem Schädling passt.
und dann lässt du einfach mal so eine Packung davon in deiner Growbox frei und die futtern dir das dann innerhalb von kürzester Zeit ganz gut und weg. Die schaden aber meine Pflanze nicht. Ja, und die sind dann im Zelt und die gehen dann irgendwann mal. Sobald die nichts mehr zu fressen finden, sterben sie selbst. Ah, ja, das ist ja so. Ja, okay. Okay, und was kann ich eigentlich zur Vorbeugung machen, um sowas gar nicht, so dieses Problem gar nicht zu bekommen? Das ist meiner Meinung nach eine viel spannendere Geschichte. Ordentlich vorbeugen, sodass man gar nicht erst Probleme kriegt, statt dann gegen die Probleme anzukämpfen. Und tatsächlich Pilze sorgen dafür, dass es der Pflanze allgemein einfach besser geht, dass sie besser im Saft steht, dass sie gesünder ist. Eine gesunde Pflanze hat mehr eigene Abwehrkräfte, hat mehr stärkere Widerstandsfähigkeiten und wird deswegen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit befallen. Und der absolute Geheimtrick, sag ich mal, ist Kieselsäure. Also verschiedene Hersteller bringen Algensaft auf den Markt, das heißt Algamic von Biobis oder Seaweed von Terra Aquatica und von diversen anderen Herstellern gibt es das auch. Entweder puren Algensaft oder zumindest ist dann Algensaft, Kieselsäure als Wirkstoff in dem Produkt drin. Und das als Blattsprühdünger gegeben ist meiner Meinung nach ähnlich wie Pilze völlig unterschätzt. Man kann nichts damit falsch machen, es ist total billig, man muss es halt nur aufbringen, also man muss mit einem Drucksprühgerät ein-, zweimal die Woche während der Dunkelphase alle Pflanzen richtig schön einsprühen, damit das über die Blätter aufgenommen wird. Aber das hat so einen positiven Effekt, es entstresst die Pflanze, es macht die Pflanze gesünder, es sorgt dafür, dass du mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit Probleme kriegst und kaputt machen kannst du damit nichts. Also sollte das jeder verwenden. Das sind tatsächlich die einzigen zwei Produkte, die ich vorbehaltlos jedem Gärtner empfehle. Benutzt Pilze, benutzt Kieselsäure. Das zu lassen wäre definitiv am falschen Ende gespart. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Wurzeln. Was würdest du für einen Wurzelboost oder was ist ein Wurzelbooster genau? Da muss man erstmal verstehen, diese ganzen Produkte, die uns die diversen Hersteller verkaufen, das sind einerseits Dünger, na, also überall da, wo NPK draufsteht, und zwar in relevanten Mengen. Das ist ein Dünger. Und neben den Düngern verkaufen die Hersteller aber auch noch Pflanzenhilfsstoffe. Und Pflanzenhilfsstoffe sind halt Dinge, die dafür sorgen sollen, dass Dünger schneller aufgenommen werden, dass sich irgendetwas besser entwickelt. Da gibt es Vitamine, da gibt es Hormone, da gibt es solche Sachen wie Kieselsäure, was ich gerade gesagt habe. Und diese ganzen Sachen muss man halt nochmal getrennt von dem Dünger betrachten. Und viele Booster sind halt in der Regel Pflanzenhilfsstoffe. Der einfachste Booster ist zum Beispiel einfach Glucose, Fructose, sprüht Zucker in die Blüten, macht die Blüten süßer, wird dann als Blütenbooster verkauft, weil es den Geschmack verändert. Okay. Dann gibt es Produkte, die auf hormoneller Basis den Blütezeitpunkt verkürzen sollen. Also, dass du einfach den gleichen Ertrag in ein paar Tagen weniger machst. Funktioniert durchaus auch. Dann gibt es Auxinhormone. Das ist ein Wachstumshormon. Er überstreckt die Zellwände und pustet sozusagen die Zellen dadurch auf. Im Bereich Wurzeln bin ich der Meinung, dass es da im Bereich Pflanzenhilfsstoffe gar nichts so super Spannendes gibt. Wurzeln brauchen Pilze. Pilze leben in Symbiose mit der Wurzel und machen wirklich Wuchsgeschwindigkeit, die Gesundheit der Wurzeln, alles besser. Das ist ja das Erste, was man tun muss, um die Wurzeln ordentlich in Gang zu kriegen. Und dann halt, was ich auch gerade schon gesagt habe, Phosphor. Also Phosphor, die meisten Leute denken, ist ein reiner Blütedünger oder ein Blütebooster. Stimmt nicht. Gerade in der Wurzelbildungsphase bei Jungpflanzen ist Phosphor sehr wichtig. Wenn man das macht, also Phosphor während der Wurzelbildungsphase geben und Bodenpilze an die Wurzeln bringen. Die Wurzelbildungsphase ist in der vegetativen Phase. Genau, also die Pflanze bildet
immer Wurzeln oder Wurzeln nach, aber gerade in der Jungpflanzenphase, wenn, nach der Keimung oder nach dem Stecklingschneiden, da ist es halt richtig wichtig, dass die da einfach noch ein bisschen Phosphor dazugeben. Genau. Und dann hat man auf jeden Fall bessere Ergebnisse am Ende und eine gesündere Pflanze. Und wenn man die beiden Sachen gemacht hat, dann hat man gerade als Anfänger definitiv alles gemacht, worum man sich da kümmern kann. Man kann dann später noch mit allen möglichen Mittelchen noch mehr rauskitzeln, aber alles zu seiner Zeit. Man sollte auf gar keinen Fall als Anfänger direkt versuchen, alles perfekt zu machen. Das ist eine völlige Überforderung, überfordert jeden. Also das geht einfach nicht. Okay, alles klar. Ich bedanke mich, Jöran, für das tolle Gespräch heute. In dem nächsten Video sprechen wir dann über Luftfeuchtigkeit und Temperatur bei euch im Growzelt, auch der richtige Grow-Ort wählen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und nicht vergessen, never stop growing. Bis zum nächsten Mal. Ciao.